Hey Leute, willkommen zurück hier bei den Erkundungen auf Jeddah. Und wir wissen noch immer nicht, woher das Geballer kommt. Das Piu, 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 Piu. Aber unsere Erkundungen waren so erfolgreich, dass wir sie weiter fortsetzen. Selbstverständlich. Okay. Wir müssen hier das Rad der Zeit weiterdrehen. Ich Rad der Zeit? glaube, das hat geholfen. Glaubst du oder weißt du? Also auf mich ist kein Verlass, du weißt. Fallen lassen. Was hat das jetzt gebracht? Ach, ich weiß doch nicht. Marin! Ich wollte schon sagen, wenn du jetzt gestorben wärst, mein Guter. Ah, okay. Das muss wieder zurück. Da müssen wir wieder rüber. Wartet. Okay. Exakt. Das ist der ziemlich ein umständlicher Weg. Aber das Rätsel will ja schließlich gelöst werden. Irgendwas passiert. BD, was ist passiert? Ich weiß es nicht, du weißt es nicht, Maren weiß es nicht. Wow! Oh, Gott sei Dank. Oh, da denke ich einmal, ich hab's im Griff. Ich komme vorwärts, ich werde besser. Und dann das. Und dann das. Oh, yes. Okay, Leute, macht euch bereit. Diese Ruinen müssen miteinander verbunden sein. Cordova würde es wissen. Yes! Das ist Nummer 2. Zack! 9 Bonusslot erhalten! Yes! Okay, das lohnt sich ebenfalls. Das lohnt sich ebenfalls. Nicht, dass wir die Boni jetzt extrem stark merken würden, aber ich glaube, darum geht es. Darum geht es. Na gut, dann werden wir jetzt uns das hier noch ansehen. 78%, holy moly, Leute, wir sind ziemlich gut. Weil ihr seht, viel ist hier nicht mehr. Viel ist hier nicht mehr. Und wenn wir im gleichen Tempo weitermachen, kann es sich nur noch um 70 Parts handeln. Ich meine, was will man mehr? Was will man mehr? Na gut, wir haben ein Vögelchen. Lasset uns kurz die Orientierung wieder gewinnen. Eigentlich. Ich kann doch da einfach reinfliegen, oder nicht? Häng dich ran, Maren. Okay, wartet, ich will dort nach hinten. Das sieht mir am ehesten nach einem Meditationspunkt oder sowas aus. Oder Wüstenkamm. Auf jeden Fall, es leuchtet. Leuchten ist immer gut. Oh, da ist eine Patrouille. Siehst du das, Maren? Siehst du das? Die Lautung zur heutigen Befehle? Beobachten, Bericht erstatten und auf alle Bedrohungen Gegner reagieren. Gegner nähern sich. Also, dasselbe wie immer. Und, oh! Was zur Hölle? Das sind 3. Seht ihr das? Nee. Das ist ein Kampf. Den müssen wir heute nicht führen. Den müssen wir heute nicht führen. Oh. Beinchen. Gut. Meditationspunkt entdeckt. Richtig, den hatten wir nämlich noch nicht. Fähigkeiten, wir haben ja ziemlich was gesammelt. Macht würde ich gerne wieder mal mir ansehen. Okay, Jedi-Konzentration, Telekinese. Um eine Gruppe von Gegnern heranzuziehen, brauche ich das denn? Das ist das mit dem Zeiteinfrieren. Das benötige ich auch selten, aber vielleicht einfach, weil es mir noch nicht so gut gefällt. Was ist das hier? Erhöht sich noch einmal. Das wäre schon gut. Was haben wir hier noch?
erhöht, wie viel Macht durch ein erfolgreiches Petition wiederhergestellt wird. Wird da Macht wiederhergestellt? Ja. Verlängert die Dauer von Verlangsamen bei Gegnern. Nochmal. Längeres Festhalten. Überlegenes Festhalten. Na gut. Okay, wie viel kosten die? Das geht doch genau auf, meine Liebe. Das geht doch genau auf. Siehst du das? Das mache ich eben zu selten. Dieses Ausweichen, ich blocke mehr. Aber das würde bedeuten, als nächstes müssten wir eigentlich bei Überleben die Fähigkeit freischalten, dass wir einfach mit auf Kreis, also dass wir die Kreistaste können wir los? Halten können. Was zur Hölle? Ach, das ist... Ah, okay. Ich dachte irgendwie, das sei hier eine separate Welt, aber das ist dann nur das große Nichts. Seht sie euch an. Diese dummen Hunde. Wo ist der Dritte in eurem Bunde? Okay, und wo ist... Okay, das ist... Hier hinten. Komm, folge mir, Maren! Warum lauern hier in der Wüste so viele Gegner? Und dann auch noch die Großen. Ich habe jetzt schon wieder den Horror davor, dass Maren sagt, ach, ich lasse dich alleine kämpfen. Denn dann lauert der Tod ums Eck, ihr wisst es. Ihr wisst es. Ihr wisst es besser, als ich es weiß. Ja, ja, ja. Beam dich rauf, Scotty. Beam dich rauf. Was haben wir hier hinten? Bist du noch dabei, meine Gute? Okay, das sieht eigentlich ganz okay aus. Das ist eine Truhe und dann hier hinten gibt's einen... Hat das jetzt mit der Macht geöffnet? Das ist natürlich auch nice. Gelassenheit. Ja, da könnten wir schon mal ein bisschen am Schwert schrauben hier. Wo schießt du das hin, mein Guter? Oh. Abkürzung freigeschaltet. Wohin denn? Ah. Okay. Ja, nice. Das interessiert mich aktuell eher wenig. Bin ich ehrlich, meine Lieben. Gut, dann gehen wir zurück und dann gehen wir hier weiter und erkunden das hier noch. Wobei ich bin jetzt doch etwas erstaunt, wie klein der... Erkundungsfortschritt ist, weil ich meine 79%. Also wir sind jetzt beinahe bei 80. Und wenn ich es jetzt zum einen damit vergleiche, was wir auf Kobo bereits gemacht haben, das war ja, also ich meine, Kobo war ja viel, viel mehr. Oh, wollen wir? Wollen wir. Richtig? Ach komm, man gönnt sich ja sonst nichts, richtig? Wir wollen ja besser werden. Komm her! Wow! Wärst du das? Oh. Oh, das ist echt. Das ist intensiv. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Au, 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 au. Au. Okay, das ist gar nicht gut. Ah, verdammt. Kannst du sterben? Oh, jetzt wäre ich beinahe gestorben, mein Guter. Au. Ah, was willst du hier hinten noch? Komm schon, heil dich! Heil dich! Da war ich einfach wieder zu arrogant. Da war ich einfach zu arrogant. Und der Pisser hat jetzt mein... Ich muss ihn jetzt besiegen. Ich muss ihn jetzt besiegen. Wo ist er? Wo hat er meine Energie? Dorthin. Maren, folge mir. Ah, das liegt einfach rum. Das finde ich jetzt etwas schade. Ich hätte Rache gewollt, okay? Na gut, wie auch immer. Ist ja nichts passiert.
Ist ja nichts passiert. Leben, Macht und Erfahrungspunkte wiederhergestellt. Ich würde sagen, wenn wir noch vielleicht ein, zwei Stims finden... Ich will hier keine Risiken eingehen, meine Lieben. Ich will einfach nur töten. Dann können wir uns schon bald der unserer Nemesis-Kröte stellen. Vor der ich immer noch ein bisschen Angst habe, sage ich. Das sage ich. Ich sag's euch, wie es ist, okay? Ich sag's euch, wie es ist. Okay. Ich könnte natürlich eines dieser Reittiere nehmen. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich werde nicht so warm damit. Sind mir etwas zu hoch. Ihr kennt's. Vom hohen Ross. Das ist natürlich nichts, das auch nur annähernd zu mir passen würde. Ich würde sagen, hier hinten haben wir nochmal... Okay, aber ich sehe rote Punkte. Da können wir wahrscheinlich noch nicht hoch. Ja, ihr seht's. Das bringt uns noch nichts. Aber das wäre das dritte Rätsel hier mit diesen Pyramiden. Die Frage ist, gehört das hier auch dazu? Wahrscheinlich nicht. Richtig? Nee, ich glaube nicht. Die Frage ist, wie kommen wir hier hoch? Ich hab keine Ahnung. Deswegen gehe ich erstmal hier hoch. Okay. Okay, und da ist nochmal eines dieser Dinger. Okay, das können wir ebenfalls noch nicht machen. Also dieser ganze Bereich ist noch für nichts. Den hier, den können wir machen. Den können wir jetzt machen. Hier, weil wir den Sprung haben. Den Sprung ins Nichts. Aber da gibt's ja doch noch einiges mehr. Was, hab ich das vorher nicht gesehen? Das sind die wieder die... Anachoreten. Habe ich das richtig gesagt? Ich weiß es nicht. Ja, und hier? Ob es hier wirklich einen Weg hoch gibt? Keine Ahnung. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Pferdchen? Hast du eine Idee? Ich auch nicht. Ja, ich glaube, das ist dann doch eher hier dafür gedacht. Nein, das ist es nicht, weil da kannst du ja direkt hoch. Quatsch, was ich hier wieder erzähle, meine Freunde. Aber hier geht es dann auch nirgends hoch, richtig? Oder noch nirgends. Na gut. Okay. So weit, so gut. Oder eben auch nicht. Wir gehen mal noch hier nach hinten. Ja, weil so groß ist es letzten Endes gar nicht. Ah, sagt er. Waren seine letzten Worte, richtig? Spring! Was ist das hier? Was haben wir hier Schönes? Aber das sieht doch auch verdächtig aus, oder nicht? Mit euch lege ich mich nicht nochmal an. Und hier brauche ich das Gadget dafür. Solange ich das noch nicht habe, kommen wir also auch hier noch nicht wirklich weiter. Okay, und das wiederum, das kennen wir doch. Das kennen wir. Da waren wir. Okay, da waren wir, aber hier kamen wir dann... Okay, oder vielleicht muss ich das auch gar nicht. Na gut, wir gehen mal hierher. Wir folgen der Spur. Der Spur, die sich im Sande verläuft. Beam dich rauf, meine Liebe. Okay. Okay, du kannst dich wieder beruhigen. Das hat sich anders geplant, Kerl. Ja, okay. Gut, dann bleib eben im Film. Was soll das? Willst du mich hier wieder blamieren vor der versammelten... Mannschaft. Okay, aber hier waren wir, richtig? Ja, hier waren wir. Gut. Dann müssen wir in die andere Richtung. Okay, wartet. Ich will nur kurz hier einen Zwischenstopp einlegen. Exakt, Kel. Tief einatmen. Busa. Okay. Geradeaus. Aber, ach, Pax. Das ist, wie gesagt, das, was ich noch nicht machen kann. Das bringt mir also nichts. Okay, aber das hier möchte ich trotzdem mir noch ansehen. Oder das hier. Okay. Okay. Gut. Ist nicht so, dass ich nicht bereits vorher hier gelandet wäre, als ich rausgegangen bin. Aber naja.
Man kann es nicht immer haben. Und ja, ich muss mir den Wegpunkt setzen, da ich ansonsten nicht den richtigen Meditationspunkt anwähle. Na gut. Okay. Diese Erkältung macht mir immer noch zu schaffen. Also ich konnte jetzt wirklich auch... Ich habe eben, wie gesagt, einige Tage habe ich geskippt. Ich nehme ja immer... Ich versuche täglich so 2 Parts aufzunehmen. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber jetzt diese Tage, ich war echt... Meine Stimme war auch weg. Also ich war wirklich... ziemlich am Ende. Und ich spüre das immer noch so ein bisschen. Also die... Es fühlt sich an, als wäre es anstrengend für die Augen. Es macht doch keinen Sinn, jetzt da nach hinten zu gehen, wenn das hier irgendwie zusammenhängt, richtig? Ich gehe davon aus, dass es zusammenhängt. Von daher werden wir noch das machen und danach nennen wir es auch. Hier gäbe es noch was, aber... Okay, eins nach dem anderen. Ah nee, das habe ich doch vorhin schon nicht gefunden. Konnte ich das nicht finden? Das scheint irgendwie nicht allzu versteckt zu sein. Marin wird mich wieder abgelenkt haben. Es ist immer das Gleiche hier mit der lieben Marin. Das wird's gewesen sein. Ah, hier! Oh. Ja, danke, Marin. Besser spät als nie, was? Okay. Wie bekämpfe ich die? Du bekämpfst sie. Okay, wir machen das wie folgt. Kämpfe mit mir. Warum mache ich das eigentlich? Schlag jetzt zu! Hast du es gemacht? Au! Naja, effizient ist dann wohl anders. Wow! Ja, finde ich super. Oh. Ausgewichen, like a pro. Hier. Einfach Schläge austeilen. Yes. Ah, du dummes Biest. Au, 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 au. Gute Nacht. Yes. Okay, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Interagieren, nehmen wir mit. Du sagst es, meine Liebe. Warum wird es so dunkel? Das war gar nichts. Na gut. Noch ein Echo. Ich frage mich, ob man die Macht benötigt, um diese heiligen Stätten zu betreten. Dieser Sand birgt die Weisheit aller, die darauf vor Jahrhunderten wandelten. Bemerkenswert. Das allein war die Reise wert. Musstet ihr auch gegen diese Typen kämpfen? Pilger auf Jeddah diskutieren Gerüchte über Jeddah. Kreativ. Yes! Was erhalten wir? Machtessenz, yes! Wie weit ist unsere Macht schon eigentlich ausgeweitet? Macht das die Machtanzeige breiter? Nützt das was? Oder füllt es die einfach, wenn es nur auffüllen würde? Das wäre ja total für nichts. Das wäre ja echt total für nichts. Na gut, lasst uns zurückkehren. Dann haben wir auch eine gute Grundlage, dann um den nächsten Part weiterzumachen. Aber ich möchte noch kurz mir dieses letzte grüne Feld ansehen. Sind die überhaupt richtig? Wo war der Meditationspunkt? Hier oben, richtig? Ah, die Orientierung ist wieder gefragt. Wartet. Ah, gar nicht schlecht. Okay, ja. Hahaha, wusste ich natürlich. Ihr versteht, das war natürlich kein Problem. Wir machen das aufgrund der Schnellreise. Also gut, wir müssen hierher. Hier gibt's ja auch noch was. CS Archiv. Na gut. Wir haben 80%, Leute. Ich muss mich konzentrieren. Hast du das gehört, Marin? Du darfst jetzt ruhig sein, okay?
Wo ist Sias Labor? Habe ich es jetzt verpasst? Nein. Das Archiv, Grab, Geschützte. Ach, das heißt gar nicht Sias Archiv hier. Das heißt einfach das Archiv. Na gut. Dann gehen wir eben ins Archiv. Bei mir ist der Ton wieder so verzögert. Ich muss mir das nachher in der Aufnahme anschauen. Ich weiß nicht, ob das matcht, aber bei mir auf dem Kopfhörer ist es immer zu spät. Ich schraube jetzt schon seit einigen Parts dran rum. Manchmal funktioniert es gut, manchmal gar nicht. Damit habe ich noch so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Okay. Ja, das war nicht die Idee, aber na gut. Falls ich noch eine Tulane-Rolle analysieren muss. Vergiss nicht, was Schwester Task sagt. Hinter jedem guten Archiv steht ein gutes Erfassungssystem. Inspirierend. Das klang nicht ehrlich. Hä? Ah, das... Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Diese Spalten sind echt gut versteckt. Muss ich neidlos eingestehen. Weil ich war ja bereits mal hier. Das ist nicht das erste Mal, dass wir uns hier umschauen. Es sind wahrscheinlich alle ausgerastet, außer ich, der es wieder nicht gesehen hat. Okay, diese Türen lassen sich nicht öffnen. Oh! Hey, kein schlechter Fund. Naja. Ah ja, das könnte ich mir nachher noch ansehen. Ich könnte mir eigentlich nachher mal ansehen, was man hier alles kaufen kann. Oh, aber hier gibt es auch wieder rotes... das rote Zeug hier. Ah, eine Truhe. Nehmen wir schon natürlich okay, mit. BD. Wir finden einen anderen Weg. Oder auch nicht. Oder auch nicht, mein Lieber. Öffnen. Quatsch. Okay, jetzt die nächste Frage ist, wo ist das Grüne hier? Was ist das? Irgendwie habe ich das Gefühl, hier etwas machen zu müssen. Weil von denen haben wir auch schon auf Kobo gesehen. Mehrere. Aber das ist rot, richtig? Ja, das ist rot. Gut, können wir noch nichts machen. Ja, aber da musst du nicht sterben, mein Guter. Das wäre wirklich ein bisschen unnötig, wenn ich das so sagen darf. Ah ja, okay. Wie kommen wir hier hoch? Was war hier der Plan? Ich hab's komplett vergessen. Also nicht, natürlich nicht. Komplett. Ihr versteht, es ist nur nicht so wirklich in meiner Erinnerung. Ja, das kann natürlich auch dem Besten passieren, wie ihr seht. Ah, okay. Ich wusste, seht ihr das? Seht ihr das? Keine 2 Minuten gesucht. Gefunden. Dann springen wir hier nämlich jetzt noch durch. Direkt zum Erfolg. Oh, wo gelangen wir hier hin? Was ist hier wieder los? Okay, Schalter, Schrottplatz. Ich will jetzt noch hier hoch. Das gibt einen Aussichtspunkt. Hi. Ich habe letzte Nacht mehr Patrouillen gehört. Oh. Es klang wie eine Stampede. Ich konnte nicht schlafen. Verstehe. Du hast vermutlich geschlummert wie ein Ackjunges. Für die Imperialen sind wir Dünenratten in unseren Gängen. Sie können nicht jagen, was sie nicht sehen. Und sind blind für das subtile Leben der Wüste. Ich hoffe, du hast recht. Grüble nicht über wir das... Wir sollten damit vorsichtig umgehen. Konzentriere dich auf die Aufgaben, die vor dir liegen. Vorsicht. Vorsicht, Kerl. Er ist schon vorsichtig. Siehst du das? Hey, sieh dir das an. Wow! Es ist ja alles voll mit diesen Schriftrollen. Das hat sich jetzt noch gelohnt, Leute. Das hat sich jetzt noch gelohnt. Wirklich lohnende Erkundungen hier. Zack! Okay.
Macht Essenz, maximale Macht erhöht. Nee, es ist schon so, es stimmt schon. Es stimmt schon, meine Annahme. Die Macht wird erhöht. Die Macht wird erhöht. Natürlich wird sie auch aufgefüllt. Ganz klar. Wie komme ich jetzt hier runter, ohne zu sterben? Vermutlich gar nicht. Gut, Leute. Ich würde sagen, das reicht. Wir machen dann im nächsten Part weiter. Und zwar geht es zurück nach Kobo. Wir haben jetzt eine neue Fähigkeit und die wollen wir natürlich ausreizen. Ja, Gott sei Dank habe ich das. Gott sei Dank habe ich hier... Du dummer Sack. Du dummer Sack. Wie auch immer. Wir sehen uns im nächsten Part wieder auf der Rückreise nach Kobo. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.